So, willkommen zurück. Wir sind gerade auf dem Weg von da nach da. Ich bin schon losgeritten, habe vergessen, auf die Play-Taste zu drücken, beziehungsweise auf die Aufnahmetaste. Und bin hier gerade drüber gestolpert. Zwei Meisterkids, wunderbar. So, weiter geht's. Da es hier keine wirkliche Straße gibt, jede Menge Neckar. Mir keine Erfahrungspunkte mehr bieten. Bin ich halt jetzt so mal hier am Rumrennen und gucken, wie wir auf die andere Seite kommen. Irgendwie muss ich jetzt mal nach oben. Allmählich Blötze, kommst du auch? Ja, gut gemacht, Blötze. Lauf, Blötze. Bergsee. Und da hinten ist die Siedlung, zu der wir wollten. Oh fuck, was zum Teufel? Neblinge. Ah, Level 26 ist vielleicht ein bisschen heftig. Sind jetzt nicht die Elite-Viecher. Aber trotzdem habe ich da gerade eben nicht wirklich Schaden gemacht. Ich werde das hier nicht überleben, deswegen ziehe ich mich zurück. Oh fuck, noch einer. Und noch einer. Ihr wollt mich doch verkackeiern. Das ist ein alter Steinprofi, so aussieht. Und noch ein Eingang zu einer Höhle gefunden. Hooray! Verschlossen. Ohne Schlüssel nicht öffnen. Okay, also das hier scheint eine Gegend zu sein, in der ich erst wirklich deutlich später vorbeischauen sollte. Blödsinn. Ach da. Hab's nicht gesehen vor dem großen Tor stehend. So, reiten wir mal hier durch, geschwind. Mein edler Recken, Gaul, was auch immer. Ab, 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 ab. Auf geht's. Immer weiter. Und ja, da kommen wir jetzt, glaube ich, doch nicht rum. Schneller. Was für eine Schmach, dass es hier keine Möglichkeit los, gibt. Okay, man kommt auf jeden Fall mal nach unten. Aber es gibt hier keine Möglichkeit, sich hier zu teleportieren. Was ist denn da los? Und warum stecke ich jetzt fest? Ah, die Manövrierbarkeit hier ist gerade sowas von katastrophal. Heya! Geht auf jeden Fall einen Weg lang. Aber der führt, glaube ich, im Kreis. Ajo, führt der im Kreis. Ey, das ist doch scheiße. Da führt normalerweise einen Weg nach oben. Ich sehe es doch ganz genau auf der Karte. Schneller. Der führt mich jetzt im Kreis. Gucken wir mal. Oder ist der quasi unterirdisch? Wow. Okay. Halt. Das ist irgendwie creepy und irgendwie cool. So ist gut. Und das Ding trägt mich wieder in den Süden. Da will ich aber gar nicht hin. Lauf, Plätze. Ach, ich muss das zu Füßen. Zu Füßen, genau. Zu Fuß machen, plötzlich ist mir hier ein Klotz am Bein. So, da wo ich markiert habe, soll es weggehen. Das muss ich doch finden lassen. Hier soll ein Weg hochführen, genau hier lang. Ist das vielleicht tatsächlich in der Mine, das Ding, was wir da eben gesehen haben? Ha! Und
Überraschung, Überraschung, Ertrunkene. Aber gerade mal Level 5. Vorne geht's nicht lang. Ich glaube doch nicht. Das war eine Sackgasse. Oder wir sind jetzt generell irgendwo abgeblieben, wo ich keine Ahnung habe, wo wir uns befinden. Yep, so in etwa. I'm sorry, guys. Ich weiß nicht mehr, wie ich hier wegkomme. Ich glaube, das ist die falsche Richtung. Das heißt, hier geht's raus. Und nicht rein. Ei verbipscht. Bin mal gespannt, wie lange wir brauchen, bis wir zum nächsten Fragezeichen kommen. Irgendwas ist doch hier. Am Schluss für Hauptquest-Gedöns vermute ich. Ist zu erledigen. Doch kann ja nicht sein. So. Da vorne ging es ja rüber. Und dann. Genau, in diese Höhle rein. Dann ist das hier wahrscheinlich der linke Pfad. Oder auch nicht. Doch. Nein, zur Hälfte. Ah, was ist das für ein System? Ich fühle mich leicht verlassen. Na gut, dann werden wir halt schwimmen. Oh, die Leichen konnte man alle plündern. Aber erstmal gibt es eine Meditationsstunde, damit wir wieder klar denken können. So, ich markiere mal das neue Ziel, obwohl das neue Ziel ist erstmal das. Und ab ins Wasser mit uns. Weil ins Wasser müssen wir noch nicht mal. Hier ist ja schon genügend Strand. Ah, plötzlich erscheint natürlich genau ein hinteren Zipfel. Der Zipfelklatscher. Komm schon, Plätze. Sehr gut. Puh, jetzt sind wir mal weiter. Aber bei einem Banditenlager. Zielt auf seine Augen! Einen sogar schon geköpft. Boah, das da wirst du nicht überleben, Junge. Sayonara. Ausgerissene Notiz. Nebling. Absolut. Schema Schwert der Skoyatel. Schauen wir uns das Schwert der Skoyatel mal an. Ist das Silberschwert? Nein, es ist eine Stahlwaffe und eine recht gute für Level 27. Gut, brauchst du nicht weiter zu interessieren. Aber bei der Alchemie, wir haben ja noch neuen Absolut. Nebling. Genau, ich wusste, wir haben da noch das Butagen. Wir hatten ja schon mal einen erledigt. Erhöht die Zeichenintensität bei bedecktem Himmel. Auch nicht schlicht. Zwar weiß ich nicht, wann das jemals in ja, Funktion und Nutzen kommen soll. Weil neblig ja, verhangen. Ja gut, wenn das beim Sturm auch funktioniert. Heya! So, und da oben muss ich jetzt irgendwie hin. Ich probiere es mal querfeldein.
Aber ich gehe davon aus, dass wir diese Felsen da irgendwie erklimmen müssen. Da vorne führt aber ein Pfad hoch. Komm jetzt. Ne, Moment. Das ist der Pfad. Ich bin gerade vom Pfad abgewichen. Oder so ähnlich. Hä? Schneller. Also ich habe das Gefühl, da sind manche Dinger, die eingezeichnet sind, ein bisschen falsch. Oder es spielt sich alles unterirdisch ab und ich habe einfach nur keinen Plan. Oh. Weil ich reite jetzt zu dem riesengroßen Baum da. Und ich glaube, ich höre es schon angreifen. Oder sonstiges. Getiers. Los, lauf! Ich glaube, das ist ein Basilisk. Wie komme ich denn zu dem scheiß Baum da hoch? Da komme ich momentan nicht weiter. Na gut, probieren wir es an anderer Stelle. Was jetzt? So, welches Level hat denn das Vieh? Rot, also etwas, das wir nicht töten sollten. Zumindest nicht können, vermutlich. Kleiner Speicherungsvorgang, der nicht funktioniert. Okay. So, nochmal etwas weiter außen rum. Wir kommen auf den Baum nicht drauf. Tal wäre jetzt sehr hilfreich. Ab da kommen auch schon die Drachen. Wir werden zurückgeschickt. Nein, ich habe keinen Plan, wie ich da scheiß Dreck noch eins hinkommen soll. Könnte auch sein, dass dieses Fragezeichen aufgrund des Höheneingangs hier zurückzuführen ist. Und ich ja sowieso nicht hinkomme. Das wäre noch eine Möglichkeit. Dann gehen wir erstmal an das Fragezeichen. Obwohl ich mir gerne diese Burg da ansehen würde. Also, was tun wir? Wir sehen uns die Burg an. Oh ja, da sind jede Menge höherstufige Monster. Ja. Was haben wir hier? Kleines, feines. Mit Kiste. Ah, leider nichts Gutes. Los, los. Aber immerhin. So, ab hoch mit uns. Gott, dieses Welt und diese Grafik. Unglaublich schön. Und Wölfe. Kann es sein, dass ich irgendwie von der... Ja. An dem wegreite? Ich wollte hinreiten, nicht weg. Falsche Richtung. Ein bewachter Schatz von einer Vivian, aber gerade mal Level 14. Und hier oben ein fucking Zyklop. Woohoo! Die Vivian schaffen wir ja noch. Bei den Zyklop, da lasse ich mal die Finger von. Sag ich doch, die Vivian war kein Problem. Die sind recht schwach, die Viecher. Aber sie bewacht. Zweite Ruhm. Manuskript verbessert das Vampiröl. Super. Und Diamantbaren Gedöns. Wunderbar. An dem Zyklopen können wir uns da vielleicht vorbeischleichen.
kommt der kleine Hexersmann. Da-da-dam-da-dam. Und schleicht sich hinter den Zyklopen an. Da-dam-da-dam-da-dam. Und es klappt sogar. Öldevine gefunden. Das ist aber nicht der Versteck des Schatzes gewesen. So, mal kurz gespeichert. Das wird nämlich gefährlich. So, und an dem Zyklopen vorbei und rennen. Ja, da waren wir vorhin ja schon vorbei. Ach, da ist noch eine Kiste. Die haben wir übersehen. Wow. Meisterlich gefertigte Bärendinger haben wir gefunden. Guck mal einer an. Und unsere Waffe sogar noch verbessern können hier. So, mein lieber Zyklop. Magst du mal ins Gras beißen? Ich will ihn mal probieren. Einfach so just for fun, was er für Sachen drauf hat. Auf jeden Fall ist er schwerfällig. Aber teilt überall hinaus. Wow, und hat einen Badass-Sturmangriff. Ja. Das ist ein heftiger Kampf, vermute ich. Aber er bringt mich noch nicht mal mit einem Schlag um. Level 90 ist also noch theoretisch machbar. Ich hole mir jetzt mal die Hilfe von der Blitze. Noch was Schaden. Jetzt habe ich den Schadenspunkt schon wieder nicht gesehen. Ah, ich muss jetzt links einfach mal aufpassen. Wie viel mache ich? Ist doch 700 noch was. Geht. Also es dauert zwar ein bisschen, aber den kann man so definitiv platt machen. Machen wir das doch mal gerade schnell. Ich werde vermutlich das gleiche wieder im Zeitraffer machen. Also bis gleich. Thank you.
langsam. Buja. Und da ging's dem Zyklopen an den Kraken. Ein Zyklopenauge. Erhalten. Sehr schön. Hat ja nur schlappe 8 Minuten gedauert. Okay. Dann auf zur Brücke. Das Ganze wird hier im Zeitraffer gemacht.